Katja Berg alias Sophie macht ihrem zukünftigen Mann Sky zwar eine Liebeserklärung. Gib alle Liebe mir. Macht aber auch immer wieder klar, dass sie vor der Hochzeit erstmal wissen möchte, wer eigentlich ihr leiblicher Vater ist. Das Leitmotiv des Musicals. Du weißt doch, dass ich immer meinen Vater finden wollte, ne? Sophie! Und ich hab nicht schon wieder. Die Vatersuche, eine Rolle diametral entgegengesetzt zu ihrem eigenen Leben. Egal, was auch passiert. Für mich ist diese Rolle, ich selber bin ja mit Familie aufgewachsen. Ich habe ja beide Eltern noch und ich kenne das Gefühl gar nicht, jetzt den Vater zu suchen. Und das finde ich interessant an der Rolle, weil es einfach so ein innerer Konflikt ist, den sie seit ihrer Kindheit schon mit sich rumschleppt und auch im Konflikt steht zu ihrer Mutter, was ich als Katja nicht kenne und als Sophie aber kennenlernen darf, dieses Gefühl. Und das ist schon toll. Und sie reift innerhalb des Stückes auch, wird vom jungen Mädchen zu einer jungen Frau. Und das ist sehr interessant zu spielen. Aus Hunderten von Kandidaten wurden Katja Berg und ihre Kollegen ausgewählt. Der Mann, der dabei eine entscheidende Rolle spielte, ist Lutz Selig. Er ist künstlerischer Leiter von Mamma Mia und froh, dass er die junge Frau aus Gera für das Musical in Hamburg verpflichtet hat. Am meisten ist es ihre innere Stärke. Weil Sophie ist eine Rolle, die die ganze Geschichte erzählt. Also wir beginnen mit Sophie und wir enden mit Sophie. Also das ist die Rolle, die Katja Berg spielt. Und mit ihr leben wir als Zuschauer mit. Und sie ist so etwas wie die Lokomotive für Emotionen. Und der Zuschauer hängt sich an ihr an und erlebt mit ihr zusammen das, was bei Mamma Mia den ganzen Abend über passiert. Und deswegen muss es jemand sein, wo der Zuschauer auch bereit ist und es auch möchte, mit ihr mitzugehen. Also sie ist ja auch ein sehr großer Sympathieträger. Das wissen auch die Kollegen, Caroline Fortenbacher zum Beispiel, die schon mit West Side Story und Evita große Erfolge feierte. In Mamma Mia spielt sie Donna, die Mutter von Katja Berg. Jeder hat seine Aufgabe. Und wenn sie am Anfang nicht wirklich gut ist und das Stück vorantreibt, dann können wir alle hinterher uns ordentlich anstrengen. Aber das ist dann schon nicht so leicht, wenn sie nicht die Vorgabe geben würde und wenn die Zuschauer am Anfang nicht sagen würden, ach toll, was für eine schöne Stimme und so. Katja Berg, die quirlige Frau aus Gera, sie motiviert auch innerhalb der Musical-Truppe. Zumindest einige Kollegen wie den Schauspieler Ulrich Wieger. Ich möchte sie immer gerne vorher einfach mal sehen, bevor ich auf die Bühne gehe. Ich kann nicht irgendwie auf die Bühne kommen, selbst wenn es so im Stück ist, dass ich sie dann zwar zum ersten Mal sehe, aber ich sehe sie gerne privat vorher einmal so, damit ich einfach weiß, ihr in die Augen gucken kann, wie sie drauf ist und so. Das hilft. Danke für die Lieder, die mal wieder in Gera, zurück in der Stadt an der Weißen Elster, der einstigen Haupt- und Residenzstadt des Fürstentums Reuß. Gera ist die Geburtsstadt von Brückemaler Otto Dix, der als berühmtester Künstler der Region gilt. Die Stadt zählt heute etwa 115.000 Einwohner und ist damit die zweitgrößte in Thüringen. Da hinten die drei Türme, das war für uns immer das Zeichen, wenn wir nach Gera wieder zurückgefahren sind, dass wir bald zu Hause sind, wenn wir die von Weitem gesehen haben. Gera ist meine Heimat und da, wo ich jetzt lebe, Hamburg, ist mein Zuhause. So würde ich das formulieren. Also wenn ich nach Gera komme, erinnert mich nahezu jede Straßenecke, jedes Café an irgendetwas, was ich da erlebt habe. Ich glaube, Gera wird immer ein Ort sein, an den ich zurückkehre, gerade weil meine Großeltern hier leben. Wenn Katja Berg hier ist, dann liebt sie es, über den Markt zu schlendern. Ein bisschen gucken, ein bisschen naschen, so wie damals in Kindertagen. Ja, hier war ich mit meinen Großeltern immer auf dem Markt und da haben wir ganz viel Erdbeeren immer eingekauft, weil ich war so eine Erdbeernaschkatze. Ja, guten Hunger. Und nicht nur die Erdbeeren genießt sie in der Heimat, auch das, wofür Thüringen weit über die Landesgrenzen hinaus so berühmt ist. Die traditionelle Bratwurst ist obligatorisch. Mmh.
Ich würde mal sagen, Bratwurst ist ein Heimatgefühl, ja, absolut. Und auch das gehört zu Gera und zum Heimatgefühl. Treffen mit der besten Schulfreundin. Das ist nämlich die Olle Berg. Ja. Wie in alten Tagen wird über die Sorge gebummelt, die Einkaufsstraße von Gera. Die Antwortpassage ist auch so. Katrin Thieme ist im Wortsinne eine Weggefährtin von Katja Berg. Beide kennen sich, seit sie 12 sind. Und Katrin hat Katjas Ehrgeiz hautnah miterlebt, auf die Musicalbühne von Mamma Mia zu kommen. Das war noch beim Vorsingen, die ganzen Runden, wo ich halt durch musste, um die Rolle zu bekommen. Und da hat sie mir geholfen. Da waren wir in Paris und genau, das war zwischen zwei Vorsingen waren wir eine Woche in Paris. Und dann saßen wir in Versailles auf den Treppen und ich habe den Text gemacht, gell? Ja, ich habe mich an den Text erinnert und Katja die Melodie dazu gesungen. Das war sehr schön. Genau. Also insofern begleitet man dann einfach. Und wir haben Dialoge gelesen. Ich habe die Sophie gelesen und du hast den Sky gelesen. Und ein bisschen interpretiert. Die beiden haben schon zu Schulzeiten zusammengehalten und gemeinsam gelernt. Katja war immer diejenige, die als Letzte geschnallt. Ja. In den letzten 5 Minuten dann doch noch mal dieselbe Frage gestellt hat, die wir schon 3-mal besprochen hatten und geklärt hatten. Dann ging so ein Raunen durch die Klasse. Oh. Freundschaften wie die zu Katrin Thieme sind wichtig für Katja Berg. Die Freundin arbeitet in der PR-Branche und hat mal nichts mit Musik und Theater zu tun. Man redet auch mal über was anderes als über Make-up, Bühne, Songs und ob man den nächsten Job bekommt. Denn eines ist für Katja Berg wichtig, sie mag keine Oberflächlichkeiten. Sie ist eine sehr offene, sehr direkte, sehr positive Person, aber niemand, von dem man glaubt, dass man sie gleich durchschaut hat. Katja war schon immer, viel mehr als ich, eine sehr nachdenkliche Denkerin, die eben alles ganz genau wissen wollte, besprechen wollte, durchkauen wollte. Ich sage auch heute noch, wenn Katja was wissen will, sie bohrt so lange, bis sie unten angekommen ist. Und dann wird noch weiter gebohrt. Was natürlich in Teenagerzeiten eher unüblich ist. Mein Lieblingswort war eine Zeit lang, warum? Und? Lass uns doch drüber reden. Scheiße. Lass uns doch drüber reden. Den Wahnsinn getrieben, ja. Noch ein Abstecher zu den Anfängen. Am Albert-Schweitzer-Gymnasium hat sie Abitur gemacht. Eine Plattenbauschule, die vielleicht Katja Bergs eigentliches Sprungbrett war. Hallo. 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 Na. Das ist ja toll. Lutz Warzok, ihr Musiklehrer von damals. Beide verbindet bis heute eine tiefe Freundschaft. Denn Warzok war es, der in der 9. Klasse das Talent von Katja Berg erkannte. Katja war erstmal eine ganz normale Schülerin. Und im Musikunterricht ist es ja immer was Besonderes, wenn Schüler dann aufstehen und singen, entweder mit Klavier oder ohne Klavier. Und als wir dann dieses Wunderschön gemacht haben, da ist es mir dann aufgefallen. Also das ist was anderes. Wunderschön. So ist es auch heute noch, wenn die Meisterschülerin im alten Klassenraum die Stimme erhebt. Fast immer, wenn sie in Gera ist, sieht sie zu, dass sie bei Lutz Warzok vorbeischaut. Für beide eine Zeitreise, bei der die alten Arrangements wieder hervorgekramt werden.